Es freut mich, ich könnte bei mir daheim an der kleinen Galerie Fotozellen zu empfangen. Und ich sehe, dass sie gerade im Gang mit Abhängen von einer neuen kleinen Serie, kleiner Fotos habe ich, die ich gemacht habe und zwar einen Check gemacht auf Polaroid. Oder besser gesagt auf Fuji Instax-Film. Den Film, den habe ich ein bisschen entdeckt. Und ich habe den mit dieser Kamera gemacht. Das ist ein Mint RF70. Das ist eine von den ähnlichen Kameras, die es relativ gut erlaubt, einfach komplett manuell zu schaffen. Eben mit dem Fujifilm Instax. Und ja, da erkläre ich ein Aperçu über die Serie, was das ging. Ich habe mich fokussiert, nur das Aufnahmen zu machen. Und zwar von ganz verschiedenen Parkingen. Das hat mich auch fasziniert, die Lautspieler, die da sind. Und noch die Atmosphären, die Ambiancen. Oft sind die Parkingen ein bisschen entlehen gewesen und dann wird den du ganz ja schon sonderbare Ambiance gehabt. Oft war das ganz eitel und das war ein bisschen unheimlich. Ich sehe mal den Film Fujinaka von Hannen. Der Film hat einen relativ großen, starken Kontrast, weil er nicht unbedingt einfach möchte, an der Nähe zu schaffen. Ich habe nicht viel beigelernt, aber der Film eignet sich auch immens gut für andere Sujets. Weil er heute mal einen kleinen Aperçu an der Galerie, wie das wirkt. Ich fand es zwar immens schön und immens interessant, denn der Polaroid oder so mal, so Fortbildfilm, das erlaubt dem Fotograf, ungefiltert zu schaffen. Das ist die Fotos, die ich an der Nähe gemacht habe, die natürlich auch speziell Farben. Vor allem, weil ich muss wissen, dass die Farben am Anfang die Farben sind vom Umfeld, von der künstlichen Belichtung sur place. Hier geht carrément Blut drüber. Hier geht echt dann Creme drüber. Und der Film hält natürlich die Farben so ab, wie sie du hast. Und dabei hast du bemerken, dass der Mensch ist an und von dem auch dafür direkt korrigiert. Ein digitales Fotoapparat auch. Da haben wir zwar ein paar Modien, wo ich kann den Farbmodus wählen, Auto-White Balance bis Tungsten und all die Sachen. Mit trotzdem, den möchte immer trotzdem auch eine Interpretation haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt einen kleinen Anblick an die Fotoserie und ich würde mich immens freuen, euch dann nachher gleich können heute zu begegnen.